Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Case and the Wild Masks. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und mich bei diesem wunderschönen, pixeligen Jump'n'Run begleitest. So, im letzten Part haben wir ja den Gelee-Dschungel abgeschlossen und ich vermute mal ganz stark, dass hier der Boss erscheinen wird, weil hier kann ich nichts machen. Und da brauche ich noch 4 von diesen grünen Bonus-Diamanten. Ich denke mal, das wird dann ein schweres Level sein, wahrscheinlich wie diese K-Level bei Donkey Kong Country. Aber wir haben zumindest was Neues freigeschaltet. Okay, ich denke mal, hier wird eine Geschichte erzählt, wenn wir diese ganzen Case-Buchstaben einsammeln. Gut, dann werden wir uns heute in den Dornenbaum begeben. Oh mein Gott, das hört sich nicht gut an. Aber ja, 1-4, Dornenbaum. Hallo, du fette Möhre. Da drin leuchtet was. Ah, guck mal, da habe ich... Hier sieht es auch so aus, als ob hier irgendwas ist, oder? Nee. Oh mein Gott, was bist denn du für einer hier? Eine fette Tomate, die schießt hier. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, das nehmen wir alles mit. Hier haben wir das K schon eingesammelt. Sehr gut. Und ich vermute mal, wir müssen jetzt ganz stark hier rein. Und wir haben unsere erste Verwandlung. Oh mein Gott. Okay. Kriege ich dich platt eigentlich? Nee, die kriege ich nicht platt. Okay, aber bei dir kann ich doch schießen, genau. Oh, hier ist so ein dicker Diamant. Ist hier noch irgendwas anderes versteckt? Vielleicht ein Bonuslevel oder so? Nee. Oh, das sieht so schön aus. Oh, da ist es. Da ist es A drin, ne? Das muss ich auf jeden Fall mitsammeln. Ist hier drüben irgendwas anderes drin? Nein, leider nicht. Schade. So, die Tomate machen wir mal platt. Können wir hier nach links? Ja, wir können hier nach links fliegen. Da ist nämlich der erste Bonusraum. Sammle alle Kristalle, ist unsere Aufgabe. Bleiben wir als... Ja. Wir bleiben als Vogel. Okay, das ist aber kein Problem. Oh, das ist eine coole Verwandlung. Wir haben an unseren Ohren so ein paar Federn bekommen und können jetzt durch die Gegend flattern. Das ist voll cool. Was ist das eigentlich? Ah, da gibt es auch noch was drin. Okay. Alles schön, alles immer schön versuchen einzusammeln, ne? Und nicht treffen lassen. Hier ist ein Speicherpunkt. Sehr gut, da gibt es sogar noch mal ein Herzchen. Und dann geht es weiter hier nach oben. Ah, nicht treffen lassen. Okay, das war knapp. Oh Mann. Oh mein Gott. Okay, dich habe ich abgeschossen. Sehr schön. Kann ich hier nach unten? Hier kann ich nicht nach unten, aber ich kann hier nach oben. Okay, da ist das zweite Bonuslevel. Das nehmen wir natürlich mit. Die Bonus-Etappe wollen wir besiegen, neuen Gegner. Okay. Oh, die sind sogar zielsuchend, oder? Das war knapp. Das war richtig knapp. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Oh mein Gott. Schön. Ah, da hat es mich getroffen. Ah, schade. Ich wäre doch bestimmt hier durchgekommen und hätte das ohne Schaden geschafft, ne? Ist dort hinten noch irgendwas? Ich weiß es nicht genau. Okay, hier ist irgendwo einer, der schießt. Die Dinger nehme ich auf jeden Fall noch mit. Ah, der steht dort drüben. Okay. Also ganz schnell hier durch. Oh, dann machen wir dich natürlich platt. Dich machen wir auch platt.
Ah, hier wäre ich so gut ohne Schaden durchgekommen. Da ist das Ziel. Okay. Ah, dann ganz schnell hier rein. Ach, schade, schade, schade. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. So, Case-Buchstaben haben wir. Zwei Bonuslevel haben wir auch. Und die 100 Rubine haben wir auch. Ich könnte natürlich immer gleich auf erneut spielen gehen. Aber das möchte ich nicht. So, okay. Also, wir brauchen noch einmal ohne Schaden. Ich hoffe doch mal, das kriege ich hin. Nur ein bisschen aufpassen. Also, wie gesagt, Zeit. Nee, brauche ich nicht. Zeit brauche ich wirklich nicht. So, du Tomate. Jetzt gibt es erstmal unsere erste Verwandlung nochmal. Und zwar der Fu. Oh, das ist wirklich richtig, 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 richtig gut. Das ist wirklich richtig gut. So, den kann ich abschießen, das habe ich verstanden. So. Hier nach oben ganz schnell durch. Ich kann nicht abknallen. Das kann ich auch abschießen. Soll ich nur ein bisschen aufpassen hier. Gut, die habe ich durchgelassen. Muss ich vielleicht bei den anderen auch machen. Mal sehen. Ich wäre ja so gut ohne... Ah, okay. Level neu starten. Ja, das war ärgerlich. Das war ärgerlich. Ach, Mann. Ich denke mal, ich werde bestimmt am meisten hier Probleme bekommen, die Level durchzuspielen, ohne dass ich getroffen werde. Obwohl ich das ja eigentlich nicht machen wollte, ne? Aber irgendwie... Es hat halt irgendwas. Es hat halt irgendwas. Es macht Spaß. So. Nehmen wir auch noch mit. So. Sehr gut. Oh mein Gott, okay. So. Jetzt sind wir wieder hier. So, dann hier durch. Sehr gut. Den nehmen wir noch mit. Dann ist hier diese komische... Okay, die brauche ich jetzt eigentlich nicht abschießen. Ja, warte ich jetzt doch lieber ein bisschen. Nicht, dass die mich noch treffen, ja. Das wäre sehr ärgerlich, so. Und dann ganz schnell hier durch und dann sind wir... Dann haben wir es geschafft, sehr gut. Kein Schaden, wunderbar. Ja, auch der Part ist leider wieder vorbei, aber wir haben bis jetzt alles gefunden. Ob ich in die anderen Welten das auch alles suchen werde, ich weiß es nicht. Wir müssen mal sehen. Okay, dann geht's weiter mit Kletterranke, aber das werden wir erst im nächsten Part machen. Mal sehen, was wir hier für ein neues Bild bekommen haben. Eine geheime Schriftrolle. Ja, die Geschichte wird scheinbar in Bildern erzählt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.